Einen wundervollen guten Tag wünsche ich. Herzlich willkommen zurück bei GTA Vice City. Hier mit der Aussicht von der, ja, es müsste eigentlich die Veranda sein, ne? Von Ricardo Diaz Villa auf den wunderbaren es ist Aufgang, ne? Ja, die Sonne geht gerade auf. Wir haben kurz vor 6 Uhr morgens. Mal gucken, ob er überhaupt schon wach ist. Ist er! Und damit geht's direkt in die Action rein mit Die Jagd. Come on, baby, come on! Yeah! Yeah! Stupid horse! I'll chop your head off! Who is this dickhead? Tommy Vercetti. You remember me. Excuse me, I'm a little anxious. Never trust a goddamn horse! You do a good job. You work for me now. I work for money. As I said, amigo, you work for me now. I work Shut for up! Me. Some Judas has betrayed me. He thinks I don't know how much money I should be making. But stealing 3% is as good as stealing 100%. No one does this to me. No one. You follow him from his apartment, and you see where he goes. Later, we will kill him. This asshole okay. can mess with me. If this is the best Vice City has to offer, this is gonna be easy. Da werden schon Pläne gemacht. Wir folgen auf jeden Fall einem kleinen, aber feinen Dieb. Auch wenn man jetzt nicht sagt, ja, dann beklaut ihr es doch. Ich habe da nicht so das Problem mit. Nehmen wir mal seine Karre, begib dich zum Haus des Diebes und such das Geldversteck. Das ist so eine Mission, an die ich mich tatsächlich bisher zumindest nicht erinnern kann. Aber wir düsen einfach mal im Sauseschritt. Okay. Tiefer gelegtes Moped. Schön, dass das verregnete Leoni da, wie sich das gehört, ne? Wir haben ja schon des Öfteren jetzt immer mal wieder Regenfolgen gehabt. Da fällt mir aber ein, jetzt wo ich gestern auch nochmal darüber geredet habe mit, hier. Welche Folgen noch kommen und sowas und Nebenmissionen und überhaupt, wir werden ja irgendwann auch da nicht drum herum kommen, auch wieder eine Grand Theft Auto Literal Folge zu machen. Das ist auch nochmal geplant. Ist ja jetzt auch nochmal so ein Ding, was jetzt immer mal wieder kommen soll, zumindest. Schau durch sein Fenster, da ist ein Robbenbaby. Ah, okay, ja, und jetzt, vorwiegend, ich wusste jetzt nicht, dass das mit dem Apartment ist, aber gut. Oh shit, indeed. Er ist aufs Dach geflohen, bleib ihm auf den Fersen, aber erledige ihn nicht. Okay. Loser. Ich werde ihn jetzt mal nicht anschießen. Okay. Bin schon 2 Jahre weg. Lauf, 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 nicht fallen. Too slow, Granddad. You better keep on running, asshole. Die gute alte Mülltonne, in die man nochmal landen kann, ne? Und wahrscheinlich auch voll mit Spritzen oder so, schnapp den Untersatz und folg ihm. Der einzige Untersatz, den ich da gesehen habe, der gefällt mir aber gar nicht, Leute. Na egal. Fahren wir mit dem Roller hinterher. Scheinbar haben sie sowieso nicht so. Ich hoffe mal, ihr seid jetzt nicht so gut. Na okay, ihr seid nicht so gut im Zielen wie eure Vice City Stories, Leute. Hauptsache ist, er trifft meinen Reifen nicht. Alles andere komme ich mit klar. Ja. Das dazu. Dann hoffe ich jetzt einfach mal, dass wir noch bis zum Ziel kommen tatsächlich, ohne dass er da jetzt irgendwelche Sperenskes macht. Ja, wenn wir schön im Zickzack fahren, da kann er uns gar nichts. Was glaube ich einfach sehr random ist, ob er uns jetzt trifft oder nicht. Aber es ist auf jeden Fall angenehmer, einem Fahrzeug zu folgen, als bei City Stories. Das kann ich jetzt direkt schon mal sagen. Ein kaputter Reifen ist jetzt auch nicht so ein Weltuntergang wie tatsächlich in dem anderen Teil.
Ist doch gut, wenn wir so langsam ankommen würden, weil ich glaube, der Roller macht es auch nicht mehr so lange. Das sieht doch gut aus hier. Das war die Mission. Mission ist erfüllt. Achso, hier steht jetzt auch nochmal so ein Gangvan tatsächlich. Kennt ihr die Villa noch? Die hat mal wichtigen Leuten gehört vor 2 Jahren, bis wir hier alles zusammengeschossen haben. Mit einem gewissen Victor Vance, den es ja leider zu Beginn dieses Spiels erledigt hat. Kann man hier nochmal irgendwie rein oder sowas, wenn wir jetzt schon mal hier sind? Warte mal. Ja, das ist generell auch die komplette Villa. Also hier sind wir ja mit Dobesto-Bot durchgefahren und haben ja so das eine oder andere Missionchen angenommen und sowas, aber das scheint jetzt dann doch eine Weile schon leer zu stehen. Generell die 3 Häuser hier oder wie viele das auch sind gegenüber der Produktionsfirma. Ist ja ein bisschen was mit passiert mit der Gegend hier. So, die haben sich verschanzt, das heißt, wir werden dann mit Dias darüber einmal diskutieren, was wir denn mit den Leuten machen. Da ist immer noch gesperrt wegen Sturmwarnung. Dahinter Downtown übrigens, kann man ja zumindest schon mal anhand der Hochhäuser erkennen. Miep, miep. Ja, gut, das wird dann jetzt das wohl das Fahrzeug unserer Wahl. Der Perennial. So, wir fahren jetzt aber auch noch nicht zu diesem Telefonhörer in Vice Point. Das machen wir auf jeden Fall noch, aber jetzt gerade geht das mit Dias erstmal vor. Dass wir ihm einmal berichten fahren, wo die Kollegen sich denn jetzt verschanzt haben. Sag mal, je nachdem welche Brücke, ne? Also die da hinten ist die für Downtown, dann hast du hier eine, das ist die mit dem Golfplatz. Dann wieder eine, die ist mit Starfish Island und dann hast du diese nördliche, die einfach nur ellenlang ist. Und zum Hafen führt. Das ist die besagte Golfplatzbrücke. Und so schleichen wir uns so langsam aber sicher in Richtung Dias Villa, um von unseren Erfahrungen zu berichten. Ist jetzt nur die Frage, geht das dann jetzt im Anschluss weiter oder ist es jetzt einfach nur eine Information, die er hat? Das weiß ich jetzt nämlich nicht. Ich meine, ich habe eine grobe Ahnung, in welche Richtung sich das entwickelt, aber ich weiß jetzt nicht genau, was jetzt als nächstes direkt passiert. Aber es soll ja auch eine Überraschung für uns alle sein, ne? Es ist ja jetzt nicht so, dass ich hier Sachen vorwegnehmen will. Auch wenn ich mich manchmal nicht zurückhalten kann. Aber reden wir einfach mal mit ihm. Phnom Penh 86. What kind of incompetent fool are you? Fool! 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 Er hat so ein paar Anger-Issues. What, Ricardo? These idiots, they're always trying to screw you. That's the problem with this business. What do you think you're doing? These pricks have failed me miserably. Soon any mom and pop will think they could sell Gallo in Vice City. What next, huh? The stinking mafia? That gang place is a fortress at ground level. So Quentin here, Quentin, Quentin! He'll fly you over the area. Eradicate them! What do you think you're doing? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, es hat was mit Vietnamkrieg zu tun tatsächlich, weil das Thema, was wir jetzt behandeln werden mit dem aus dem Heli schießen, passt dann. Diaz jumped the deal and iced my brother. And he'll kill you too. I can take Diaz. No, listen to me. I'll handle Diaz. He's beginning to trust me. Die kleine, aber feine Zwischensequenz noch, wo dann nochmal erzählt wird, was ne, Lance dazu bewegt und überhaupt. Hey,
poor bastards. Where the hell are we headed anyway? Prawn Island. You ever fire one of those from a whirly? No, I'll get a bit of practice on the way though. Ich habe aber jetzt nicht großartig Lust auf dem Weg zu üben an irgendwelchen Golfern oder so. Ich denke mal, es ist einfach wieder Kreis schießen und dann gib ihm. Schön übers Filmstudio. Da sind sie. So. Auch schon, dass ich von dem einen Kollegen jetzt nur die Beine sehe. Da sind sie. Sehr gut. Komm, wir machen mal ein bisschen Rambazamba hier. Ach, das ist sogar einer von deren Vans. Okay, hätte ich auch drauf kommen können. Sind das eigentlich auch wieder die Kollegen, die ich bei Vice City Stories eigentlich schon zerjagt habe, oder... ist halt echt ein bisschen sehr eng bemessen, sage ich mal. Oh Gott, vor allem wenn er sich dann immer noch so nachjustiert. Also wenn der Heli sich dann quasi noch mal so reindreht in die Feine, dann wird es richtig spaßig. Dann gibt es da noch mal einen Rabum. Vielleicht, wenn ich es irgendwann treffe, sehr gut. Okay, das ist halt alles jetzt mittlerweile unter deren Kontrolle. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da oben mal genau daneben und sobald ich versuche nachher zu justieren, geht's so ein bisschen sehr in die Binsen. So, da, fertig. Das gesamte Gebiet gehört einfach zu denen hier. Musste Lance ja noch wissen, dass das alles Mendez war hier. Hat. Kann ich dann jetzt bitte aussteigen? Ah, okay. Oh, das Geld auf dem Dach. Ich nehme jetzt erstmal wieder die Geschichte hier, weil ich habe so das Gefühl, ja, mit der ziehe ich nämlich auch manuell und das funktioniert irgendwie nicht. Dann gibt es hier wenigstens erstmal wieder ein bisschen Auto zielen. Okay. Und wir nehmen zwar dann nicht die Waffe mit, aber die Munition lassen wir natürlich nicht liegen. Und gehen mal in Richtung Dach. Ich finde das Kampfsystem jetzt tatsächlich dann bei den großen Teilen, finde ich dann doch nochmal ein bisschen besser als auch bei den mobilen Titeln, also bei den Story-Sachen. Und da kommt unser Freund auch schon wieder. Sehr elegant mitgenommen auf jeden Fall. Ich glaube, das war's dann jetzt auch, oder? Ich glaube nicht, dass wir den kompletten Rückflug jetzt nochmal irgendwie rumballern müssen. Jetzt kommt das imaginäre... Irgendwie sowas. Sturmwarnung vorüber. Alle Brücken zum Festland sind wieder geöffnet. So. Und nicht anders. Ich guck mal, dass wir Dias machen, wir jetzt erstmal nochmal eine kleine Pause. Okay, die Karre ist nicht da. Das macht mich jetzt tatsächlich auch mal ein bisschen betroffen, die auch nicht. Und wir haben einen Anruf. Tommy, it's me, Colonel Cortez. Look, Senor, I believe you are a man who can get things done. So please help me. You can find me at the boat, huh? Ja, und der Colonel ist jetzt tatsächlich auch der, der sich dann bei uns gemeldet hat. Deswegen würde ich ihm dann am ehesten auch nochmal helfen. Dias kann hier nochmal so ein bisschen sich auf seinem Triumph jetzt gerade mal ausruhen.
Wir laufen mal zum Nachbarn. Irgendeiner von den Nachbarn wird doch wahrscheinlich eine Karre vor der Tür haben. Dann werden wir jetzt erstmal dem Colonel einmal helfen. Wir könnten jetzt tatsächlich auch nochmal die andere Insel schon mal erkunden. Auch wenn ich nicht wüsste, warum, aber wahrscheinlich hat das jetzt mit einer der nächsten Missionen zu tun. Ja, toll, jetzt sind die hier alle abgeschlossen, oder was? Die haben jetzt alle keine Autos. Die haben alle ihre Autos verkauft. Er nicht. Sehr gut, gucke mal. Dann nehmen wir mal die Karre. Und fahren zum Colonel. Also wir werden auf jeden Fall auch nochmal die Telefonmission machen. Nur der Kollege hat sich ja jetzt gerade gemeldet. Also ich mache momentan so ein bisschen, ich weiß, es gibt ein paar Missionen, gerade bei GTA 3, die sind irgendwann nicht mehr erreichbar, wenn man die so ein bisschen durcheinander macht. Deswegen muss ich da dann auch vermehrt nochmal ein bisschen aufpassen. Aber ansonsten bin ich ein großer Freund von wegen, ja, der hat sich gerade gemeldet, deswegen fahre ich mal dahin. Das passt storytechnisch ja dann immer ganz gut. Und es ist ja jetzt auch nicht so, dass man irgendwie zu weit vorarbeiten kann und die Stränge untereinander dann irgendwann keinen Sinn mehr machen, dass man das eine schon gemacht hat, bevor das andere passiert und so. Sondern gerade wenn man jetzt so wie jetzt gerade so viele Auftraggeber auf der Minimap hat, dann ist es halt einmal so eine Phase, wo man so ein bisschen für alle arbeitet. Und dann merkt man immer schon, wenn es so ein bisschen in Richtung Abschluss dieser Phase geht, wenn dann nur noch einer dann da ist und dann gibt es eine große Nebenmission und. Ne, das haben wir jetzt schon öfter. Deswegen kann ich hier, glaube ich, mal so ein bisschen einfach durcheinander machen. Und wir fahren beim Colonel vor. Zu Befehl. Sir. Nicht, dass wir jetzt das mit dem Militär machen müssen. Da haben wir nämlich auch ein paar Leute schon kennengelernt. I was pleased. I would like to meet you again. Is that a good thing? Of course. Although I'm starting to think that Diaz was responsible for our unfortunate loss. What makes you say that? One does not wave accusations at a man like Diaz. I'm merely thinking out loud. No matter. I have a proposal that you could profit. I don't have time to run more errands, Cortez. I would have thought a man with such dangerous dates would be hungry for opportunities. Please, Tommy, at least hear me out. Go on. I have a buyer for a piece of military hardware that is being taken through town. Pick it up for me. And once you get it, I want you to call me. Oh Gott, ja, ich weiß, was jetzt kommt. Ich habe es ja fast schon vergessen. Besorge das militärische Fahrzeug, das durch die Stadt gefahren wird. Deswegen wurden jetzt auch die Brücken freigeschaltet, weil ich glaube, jetzt kommen wir nämlich erstmals auf die andere Seite. Und ich glaube, ich weiß auch grob, wie man da noch drankommt von dem letzten Playthrough, den ich mal gemacht habe. Aber ich kann es jetzt nicht mit 100%iger Sicherheit sagen. Wir fahren auf jeden Fall erstmal rüber. Erstmalig, die Brücken sind wieder frei, das heißt, wir kriegen jetzt wahrscheinlich auch wieder ein Ladescreen. Oder hatte der große. Ja, hat er. Greetings from Vice City. Das gute alte, da hinten ist auch der Flughafen, den sehen wir jetzt dann auch zum ersten Mal. Das ist das Anfangsgebiet aus dem alten Teil, das hattet ihr ja in den Kommentaren geschrieben, immer so, das ist exakt andersrum. In Little Havana. So, jetzt ist nur die Sache, ich glaube, ich darf mich noch nicht so krass nähern. Und dann den Weg, den Panzer zu klauen. Ist ja auch schön, dass der nicht einfach in so einem Militärkonvoi oder so ist, ne? Ja, da laufen nämlich auch ein paar Soldaten mit rum, der Panzer fährt genau in der Mitte. Überall sind irgendwie hart bewaffnete Leute, aber soweit ich weiß, ich speichere nochmal, aber da gab es, glaube ich, einen kleinen Kniff. Und ich fahre jetzt einfach nur mal ein bisschen parallel. Der Grande Korrupt. Ja, gut, das ist ploppt leider manchmal ein bisschen weg. Also Grafikfehler sind strong in dem Ding. Upsala. Das müsste zumindest die Mission gewesen sein. Ich habe die, glaube ich, das letzte Mal auch wirklich in der Definitive Edition gemacht, aber ich denke mal, da wird es ja ähnlich sein. Da hat sich jemand anders überlegt beim Anblick vom Panzer. Und ich hoffe jetzt einfach mal, dass dieser Trick, der besagt, dass der klappt. Go
get some donuts, soldier. Sir, yes, sir. Convoy, halt. Okay. Und es werden Donuts besorgt. Und ich hoffe jetzt einfach mal aufs Beste. Target acquired. Don't try anything stupid. Okay, platoon, moving out. Das ist mir jetzt gerade mal neu. Dass sie eine Selbstzerstörung haben. Ja, okay, er kann auf jeden Fall schießen. Es ist halt ein Rhino. Ich wollte sagen, Leute, ich würde halt auch nicht in den Panzer reinfahren, ehrlicherweise. Ich habe übrigens keine Tür mehr. Das macht es ein bisschen schwierig. Weil sobald einer von den Cops irgendwie an diese Tür rankommt, bin ich dann halt verhaftet. Aber ich hoffe jetzt einfach mal, dass ich schwer gepanzert genug bin, dass einfach kein Cop an mich rankommt. Da kann mir auf jeden Fall auch keiner sagen, dass in der Folge zu wenig Action ist. Weh, es macht einer. Gibt's auch, wie die einfach mit ihren Nagelbändern kommen, um den Panzer aufzuhalten. Fahr den Panzer in die Garage, sehr gerne sogar. Steig aus dem Panzer, verlass die Garage, sehr gerne. Und das Ding ist durch, okay. Also gut, es ist ne? Es ist tatsächlich ganz gut, dass ich diesen Trick noch ein bisschen memorized habe, dass die irgendwann anhalten und sich Donuts holen, aber ich glaube, irgendwann hatte ich das, glaube ich, mal, ich bin denen einfach irgendwann auch damals mal gefolgt. Ich habe das beim allerersten, zweiten, dritten Mal immer mal wieder versagt, weil ich dann immer einfach reingeknallt bin wie so ein Wahnsinniger, immer so versucht, immer alle möglichst auszuschalten und den dann einfach zu nehmen. Aber ich glaube, ich bin denen irgendwann dann mal gefolgt einfach nur, ich glaube, als es dann auf der Xbox kam. Und habe dann einfach mal gewartet und dann kam dieses so von wegen, hey, holt euch mal Donuts, und dann fand ich das irgendwie sehr cool, dass das so geht und ja. Jahre später macht man dann ein Let's Play und siehe da, es funktioniert immer noch prächtig. So, wir fahren jetzt erstmal nochmal rüber und fahren speichern. Dann machen wir missionstechnisch nämlich morgen erstmal wieder weiter. Kann auch sein, dass wir jetzt gleich vom Colonel nochmal angerufen werden, wenn wir beim Hotel sind. Ich weiß es nicht. Und ich würde sagen, wir werden dann morgen mal mit Avery und dem Telefonhörer, den wir da sehen, nochmal fortfahren. Ja, wie gesagt, jetzt erstmal nochmal speichern fahren. Schön nochmal ins Bettchen steigen, wie sich das gehört. Wir können jetzt auf jeden Fall auf beide Inseln, das ist sehr gut. Beziehungsweise auf Festland, das ist immer ein bisschen schwierig. Normalerweise, man sieht es ja immer als Insel, aber eigentlich ist es ja ein Festland, was halt einfach limitiert ist, wenn man so will, durch halt Map-Begrenzung so. Ist immer noch besser, als dann irgendwann eine unsichtbare Mauer mitten in einem Gebirge zu setzen. Mittlerweile hat man sich ja dran gewöhnt, aber komisch ist es dann im Blick von oben drauf dann doch. Aber GTA hat es schon immer irgendwie ganz gut hinbekommen, dass das Gefühl zumindest erzeugt wird, dass man sich dann doch irgendwie auf dem Festland befindet und nicht einfach nur auf einer Insel. Das schaffen die schon sehr gut. So. Das Hotel ist noch auf der anderen Seite. Dann einmal hier rein und dann fange ich nämlich schon mal an mit vielen lieben Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, dann gerne das übliche Zeug dalassen. Und ja, wir sehen uns morgen wieder bei einer neuen Folge von GTA oder einem anderen Projekt. Wenn ich jetzt die Woche wirklich mal dazu komme, den ganzen anderen Kram von Twitch und sowas zu schneiden. Ich weiß gar nicht, ob es heute... ich weiß jetzt nicht, ob es heute die Folge ist oder morgen tatsächlich, aber irgendwann jetzt um die Folge herum kommt auch der Elden Ring DLC, da sind wir sehr lange auf Twitch live an dem Tag. Guckt da gerne mal rein. Ja, ansonsten, wenn man das jetzt Jahre später hier sieht, schade. Vielleicht spiele ich ja gerade trotzdem Elden Ring auf Twitch oder so, man weiß es ja nie. Vielen lieben Dank. Kommt gut ins Bett oder in den Tag, je nachdem wann ihr gerade guckt, oder schönen Feierabend und ja, bis morgen. Haut da rein und tschüssi.